So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, heute Folge 3 zum Thema Diabetes. Mir geht es schon wieder etwas besser, noch besser. Ich habe jetzt um die 4 Kilo weg, etwas drüber, aber so 4 Kilo. Und ja, es geht voran. Ich freue mich. Ich fange jetzt in einer Woche wieder beim Fitnessstudio mit Sport an. Dann wird das Ganze noch ein bisschen schneller gehen, aber das nur am Rande. Wir werden jetzt noch mal ein kleines, ach so, was ich noch sagen wollte, meine andere Brille kann ich jetzt wieder aufsetzen, meine normale Brille. Ich sehe auch so etwas besser wieder, also der Zucker ist wahrscheinlich schon runtergegangen, gehe ich mal von aus, weil meine Sehstärke oder Sehkraft ist jetzt nach 2 Wochen in dem Sinne auch schon wieder besser geworden. Also hat wohl keine langzeitige Schädigung, schätze ich mal, hoffe ich, stattgefunden. Also das ist besser geworden. Ja, alles dank, sag ich mal, gesündere Ernährung, bisschen mehr Bewegung und Gewichtsreduktion und der Zucker natürlich, dass man da auch aufpasst. Ja, so, aber jetzt werden wir mal eben uns ein leckeres Mittagsmenü machen. Das geht auch sehr schnell und da gehen wir jetzt mal hin und dann machen wir das zusammen. Hallo ihr Lieben, willkommen wieder bei Frank Macht's. Heute werde ich wieder wegen meinem Diabetes, werde ich euch mein kleines Rezept zeigen und zwar zum Mittagessen. Ja, wir machen Beluga Kaviar Linsen mit einer Crème fraîche Zwiebelsoße und schön leckeren Lachs, wie ihr sehen könnt. Ja, ein schönes Stück Lachs dabei. Und das ist super für Diabetiker geeignet. Und Omega-3-Fettsäuren und halt ja, Kalorien reduziert und sehr gesund und super für euch geeignet, wenn ihr auch zum Beispiel Diabetes habt oder auch einfach nur abnehmen wollt. Ja? Ein leckeres Essen und das machen wir jetzt mal eben. So, das Ganze geht eigentlich ziemlich schnell. Als erstes setzt ihr hier diese Beluga-Kaviar-Linsen. Ja, das sind so dunkle, kleine Linsen. Die sind sehr knackig und haben nicht dieses mehlige, was die Linsen sonst haben. Sind wesentlich bekömmlicher und preislich gibt es sie also teuer, aber auch. Diese hier haben jetzt so 500 Gramm, ich glaube 2,70 € ungefähr gekostet. Also ist nicht so teuer. Ja, das geht, weil ihr braucht auch nicht viel. Ihr nehmt dann zum Beispiel eine Tasse, wie ich das gemacht habe, wascht die eben aus, ja, eben einmal abspülen in einem Sieb und dann nehmt ihr die dreifache Menge Wasser. Das haben wir jetzt hier schon aufgestellt. Das köchelt vor sich hin, einmal aufkochen lassen und dann etwas runterstellen. Deckel drauf und ein bisschen köcheln lassen, ungefähr 25 bis 30 Minuten. So, dann ist das schon, das macht ihr halt als erstes. Dann schwitzt ihr in ein bisschen Öl oder auch Margarine Zwiebeln an, die ich klein geschnitten habe. Und dann kommt da Crème fraîche drauf. Ihr könnt ja einen fettreduzierten Crème fraîche auch nehmen, mit Kräutern zum Beispiel, wie ich das gemacht habe. Und dann kommt da noch ein bisschen Petersilie rein. Die Zwiebeln anschwitzen. Dann die Petersilie dazu, Pfeffer, Salz und ein bisschen von diesem Crème fraîche. So 2, 3 Löffel, je nachdem, wie ihr wollt. Und es gibt ja so einen kleinen 150 Milliliter Töpfchen. Das reicht dann vollkommen aus. Da habt ihr eine schöne Soße, die ihr dann schön damit dem Fisch essen könnt. Und dann kommt, das ist jetzt auch eigentlich schon fertig hier. Und wenn das hier, das braucht jetzt noch 9 Minuten. Ich setze jetzt gleich den Fisch eben auf, weil der braucht auch ungefähr 6, 7 Minuten in der Pfanne und dann ist das alles gleichzeitig fertig. Das ist ein Gericht, das dauert halt also 30 Minuten für die Linsen und dann habt ihr auch schon das Essen auf dem Tisch. So, die Pfanne haben wir jetzt mit ein bisschen Olivenöl aufgesetzt, die ist jetzt heiß. Den Fisch, den werdet ihr vorher ein bisschen salzen und ein bisschen pfeffern. Und dann werdet ihr den erstmal auf der Fischseite anbraten. Passt auf, dass ihr den nicht tot bratet, weil der ist ja schon tot, der Fisch. Zweimal sterben wäre uncool.
Also er soll noch ein bisschen schön glasig drin sein. Den bratet ihr jetzt auf der Fischseite circa, sag ich mal, eine gute Minute oder so an. Und dann dreht ihr den auf die Hautseite, weil die schützt den Fisch. Und da lasst ihr den dann im Grunde bei etwas schwacherer Hitze, ich drehe den gleich runter, durchziehen. Dauert ungefähr, sage ich mal, 7 bis 8 Minuten, schätze ich. So, das sollte ungefähr reichen. Seht ihr, eine schöne Bräune und ist schon knapp einen halben Zentimeter durchgezogen. Den lasst ihr schön hier auf der Hautseite, dreht die Temperatur ein bisschen runter und da lasst ihr den jetzt schön durchziehen. So, die Beluga-Linsen habe ich jetzt eben in ein Sieb gegeben. Die sind eine halbe Stunde jetzt, haben die geköchelt, aber auch nur in Wasser. Also gewürzt mit Salz und Pfeffer werden die jetzt im Nachhinein. Das macht man wohl so. Habe ich da ein bisschen Margarine reingegeben. Der Fisch zieht sich schön vor sich hin. Die lassen wir jetzt ein ganz bisschen schmelzen. Und dann werden wir die Beluga-Linsen, so sehen die aus, wieder schön hier reingeben. Und dann werden wir die mal eben mit Pfeffer und ein bisschen Salz würzen. Nehmen wir uns mal eben einen Löffel und dann werden die noch mal eben ein bisschen so durchgerührt. So. Jetzt probieren wir die mal, denn ich kenne die auch nicht. Ja, sind ganz lecker. So, wie ihr seht, hier der Fisch ist hier noch ein bisschen glasig. Den können wir auf jeden Fall auch jetzt alles mal ausmachen. Der zieht noch ein bisschen und dann richten wir das gleich an. Machen wir hier die leckeren Beluga-Linsen. Werden wir hier schön drauf machen. So, dann machen wir hier schön die Soße. Werden wir hier schön einen kleinen Spiegel machen. Bisschen was noch zu den Linsen. Dann legen wir den Fisch da drauf. So. Und da werden wir das Ganze noch mal eben ein bisschen garnieren. Und das ist unser leckeres Mittagessen. Wie ihr seht, man muss nicht irgendwie hungern oder unmögliche Sachen essen, wenn man abnehmen will oder sich gesund ernähren will, wenn man zum Beispiel Diabetes hat. Wir haben hier schöne Beluga-Linsen. Wir haben ein schönes Stück Lachs auf einem Crème Fraîche-Zwiebelspiegel. Und da wünsche ich euch jetzt guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Es ist super schnell nachzukochen. Es ist nicht teuer. Also macht es, ernährt euch gesund. Ich habe jetzt über 4 Kilo runter und weiter geht's. Bleibt dran, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich danke euch und in diesem Sinne, macht's gut.